Und nicht, dass ihr zu den Leuten gehört und sagt, ich mache Dua für Shaitan. Subhanallah, es gibt sehr sensible Menschen. Was ist los mit uns? Allah sagt, dass dieser ins Verderben gerutscht ist. Dann wirst du Dua machen gegen die Bestimmung Allahs? Allah hat ihn schon bereits vernichtet im Diesseits. Und dieser ist nur deswegen da, weil Allah ihn aufgeschoben hat. Aber subhanallah al-Azim, Allah wird was mit ihm machen, Yawm al-Qiyamah? Ins Höllenfeuer werfen. Er war der Führer der Ungläubigen. Amir al-Munafiqin und Kafir. Und dann gibt es Leute, ich mache Dua für ihn. Ja, wir sollen barmherzig sein, aber nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Bei Shaitan hört die Barmherzigkeit auf. Hä? Deswegen, liebe Geschwister, versteht das? Shaitan hat Ilm gehabt, hat Wissen gehabt. Und er hat auch Yaqin gehabt, Gewissheit. Aber als Allah ihm gesagt hat, wirft euch vor Adam a.s. nieder, da haben sie sich alle niedergeworfen, außer Iblis. Das ist was? Ungehorsamkeit. Verfassaka an Amri Rabbi in einer anderen Ayah, so hat er den Befehl, was? Seines Herrn zuwidergehandelt. Er hat nicht getan, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm wollte. Jetzt kommt die Sache, er hat sich besser gesehen als Adam alayhi salam. Warum ist Iblis überhaupt Kafir geworden? Frage, weil er nur eine Sache nicht ausgeführt hat, führen wir nicht auch bestimmte Dinge nicht aus? Sind wir deswegen Kuffar? Warum ist Iblis ein Kafir geworden? Er wollte das nicht akzeptieren, dass er sich vor ihm niederwerfen soll. Das geht nicht. Ich bin besser als er. Hochmut. Und damit ist Iblis was geworden? Ein Kafir.